Großartig, das war nicht. Genau. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir sind ja verrückt geworden. Aus. Ich freue mich. Willkommen zu Freischnauze XXL. Hier schmeißt Dieter Bohlen keinen Kandidaten raus. Ich hole sie alle rein. Hier ist Barbara Schöneberger, Mirjam Böhs, Oliver Welk und ich von dir los. Und ich habe gedacht, von mir im Dorf. Aus der DSDS Top 10, hier ist Julia Falke! Ich freue mich! Hallo! Schön, dass du da bist! Du hast dich gleich heute in diese Impro-Hölle getraut. Und zu Recht, denn bei uns dürfen sich all die Kandidaten, die bei DSDS gehen mussten, dürfen sich nochmal rächen, ja, an dem Herrn und Schöpfer des Ganzen, Herr Dr. Bohlen. Und mit Hilfe natürlich der Frau Schnauzesingers und unserem wunderbaren Helmut Zerlett. Willkommen! So. Und du weißt, Text gibt's nicht, wenn hier bei Verschnauze gesungen wird. Und die Melodei gibt uns immer Helmut Zerlett vor. Was hast du da mitgebracht? Och, ich spiele einfach ein bisschen was Hymnisches. Ja, schön. Dieter Bohlen hat, glaube ich, für dich die Worte gefunden. Wie war's? Ich muss das nachher zu schreiben. Ich fand's grausam, ist alles eingeschlafen. Ja. Dafür muss er jetzt büßen. Mal gucken, wenn ich den Text so einbauen kann. Na, pass auf, wir können's alles einbauen. Kommt ihr doch einfach dazu und helft Julia. Und wir machen es aber noch ein bisschen schwieriger, weil es geht nicht nur gegen Herrn Dr. Bohlen, sondern es geht auch noch darum, ein paar Begriffe mit einzubauen in das Lied. Sagen Sie mir doch einfach mal willkürlich, können was mit ihm zu tun haben, müssen aber nicht. Nein. Einfach mal vier Begriffe, die ihn so durch den Kopf schießen. Da nehmen wir den erst. Was? Eierschneider, okay, jetzt kann man sehen, wie man will, Eierschneider. Schneider, okay, den nächsten. Nasenhaare. Nasenhaare. Ich den dritten. Linksträger. Und den vierten. Schaukelpferd. Sehr, sehr hübsch. Schaukelpferd. Wir hätten jetzt also Eierschneider, Nasenhaare, Linksträger und Schaukelpferd. Diese vier Begriffe müsst ihr einbauen. Und zwar, wie es hier steht. Hm? Seht mal, wer was hat. Gell? Seht ihr, jeder? Eierschneider ist kein schöner Ton. Schön einbauen, ne? Werdet. Eierschneider. Ja, baut ihn ein in diese Ode an den Herrn der Musik. Oh, Dieter Bohlen, Dieter Bohlen, viele Menschen wünschen dir, dass du mal leidest, so wie wir. So mancher wünscht sich, leider, dass du gequält wirst mit einem Eierschneider. Deine Nasenhaare sind so lang wie Rastas. Du kannst dir daraus kleine Töpfe flechten. Wir wollen mal mit der Schere ran und alles, einfach alles, was an dir rumhängt, abschneiden. Oh. Dieter Bohlen, du bist manchmal gemein. Ja, ja, ja. Ich ließ mir sagen, das darf so nicht sein. Nein, 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 nein. Des Weiteren sagte man mir, du wärst Linksträger. Ja, mein Gott. Und leider fällt mir jetzt kein Text mehr ein. Das leider.
Dr. Bohlen, die Nadel war dein Schaukelpferd. Doch auch sie war das Geld nicht wert. Dieter Bohlen, Dieter Bohlen, hier sollte man den Arsch versohlen. Dieter Bohlen, Dieter Bohlen, hier sollte man den Arsch versohlen. Dieter Bohlen, Dieter Bohlen, du nichtragende Sau. Dieter Bohlen, ja, bei dir bleibt doch lange keine Frau. Dieter Bohlen. Super, super. Das ist gut.